Na toll, jetzt bin ich wieder ohne Waffen und so. Jetzt komme ich doch recht, auch hier nicht zurecht. Nein! Da komme ich jetzt ohne hoch. Ja, man kommt auch ohne hoch. Das kann man auch schaffen. Nein! Okay. Oh, man kommt ja auch ohne hoch. Man muss nur gut springen. Nein. Können wir hier den Schalter triggern? Großer Wasserfall. Oh, hier eine Truhe. Was? Das war in der Falle. Bitte schwimmt. Okay, da fährt sich die Brücke aus. Kommen wir da hoch? Okay, und die, ja, können wir. Sehr schön. Neues Schwert holen oder so. Ende der geheimen Passage. Wirkliches Ende der geheimen Passage. Du hast einen Hinweis gefunden. Ah, für ein Ending, was wir machen können. Brunnenschacht. Doch nicht das Ende. Trau niemals seinem Schild. Okay, da unten können wir durch. Dachte ich mir. Riskante Klippe. Oh, Passage. Wir haben zwar jetzt Schwert und Schild geopfert und Greifhaken, aber versucht das jetzt weiter. Ich kann mir da irgendwie unten reinsägen in das Ding. Wenn wir schon hier nicht, wenn wir schon hier nicht rüberkommen. Nein! Ah ja, hier. Das ist die Flöte der Zeit. Zelda-Anspielung. Dunkle Klippen. Oha. Sehr schön. Jetzt kommen wir so einfach nicht hoch. Okay, da ist was passiert. Dunkle Festung, nur dunkle Diener und Bierlieferung erlaubt. Nein, ich habe noch ein Herz. Und kein Schwert dabei. Dunkle Brücke. Ich hoffe, da unten ist Wasser. Ist es. Okay, hier kann ich nicht verhelfen. Okay, da kann man nicht hoch. Oha. Bosskampf.
Mit Svenka soll man da ohne Haken. Ah, okay. Hier gibt es einen Knopf. Oha. Nein. Zwischenboss Station. Nein. Nur nicht runterfallen. Oh oh. Ich bin wehrlos. Oh, nice Ending. Sie sind nicht so schwach, wie sie alle auf einmal kommen, oder? Rehabilitierte Zwänge waren zahlenmäßig unterlegen, besiegt und wurde schließlich als Spielball verwendet. Familientreffen. Ending 15 von 100. Unzufrieden mit seinem Schicksal, verwendete rehabilitierte Zwänge die Flöte und geht in der Zeit zurück. Was? Doch nicht Ending. Na toll. Kriegen wir das Ending jetzt nicht, oder wie? Da muss doch mal jetzt mal gucken. 6 aufwärmen. Was ist, wenn ich 10 nach dort gehe? Dunkle Klippe. Jetzt kommen wir in den überfluteten Höhlen. Ich schon mal durch. Aber wie kommen wir da rüber? Okay, hier hoch. Können wir hier mal nicht reinfallen? Okay, können wir. Okay, und ohne Bombe kommen wir hier nicht durch, oder was? Hm. Können wir da irgendwie weiter? Nee. Okay, und nun? Der Stein wird sich da nicht wegbewegen. Nein. Wie sollen wir da hochkommen? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Selbe Ending nochmal. Jetzt krieg ich es auch endlich. 8 Monate später. Jahr 13, Tag 102. Nach monatelanger Folter war Zweig nach Hause geflohen. Und die Folgen waren hart für ihn. Okay, aufwärmen, haben wir jetzt Hinweis bekommen. Okay, wo könnten wir uns türkisch aufwärmen? Abwasserkanäle des Königreichs. Okay. Oha. Lavasee.
Ju-Vulkan. Oder Ju-Vulkan. Julian Bam war hier. Oh, dann kommen wir ins Westtal. Der Laden. Ich bin zu 100% ausverkauft. Es tut mir leid, keine Sachen für dich. Ey! Dafür muss er sterben. Das ist auch ein Ending. Ein Ladenbesitzer zu sein ist hart. Niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, schlechte Kunden. Und der gelegentliche Serienkiller, der an deinen Laden kommt, dich ersticht und all deine Sachen stiehlt. Der Kunde hat immer recht. Ende 9 von 100. Okay. 5 Monate später. Das Geschäft von Zwergi mit gestohlenen Waren verlief nicht so, wie er gedacht hatte. Und so wachte er auf, bereit nach einer abenteuerlichen Alternative zu suchen. Jahr 13, Tag 252. Ah ja. Zwerg der Reaper, Saurus, Serienkiller. Okay, gehen wir nochmal dahin. Wir müssen uns erstmal das Schwert holen. Ach, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Gehen wir unbewaffnet dahin. Können wir, glaube ich, nicht, oder? Was machen wir nun? Ohne Schwert da durchkommen. Lavasee ertrinken. Ein falschberechneter Sprung führte dazu, dass Zwerg der Reaper in einem Lavagrube fiel. Dies war nicht das Ende, das er gewollt hatte, aber es war mit Sicherheit das, das er verdient hatte. Der Boden ist Lava. Ah, Ende 6 von 11 aufwärmen. Das war der Hinweis. Erste Reihe voll. Sehr nice. Diese Verbrennung dritten Grades hinterließ ein Zwerg Duip ein vernarbtes Gesicht. Na, das passt ja zum Namen. Aber die Prinzessin würde mit Sicherheit darüber hinwegsehen. Geh und hol sie, Held. Wird mal Zeit, dass wir das mal langsam machen. Oha. Ein Burning Zwergi. Okay, wir müssen mal das Schwert holen. Warte, bevor wir die Königin für die Prinzessin retten, gehen wir uns nochmal beim Shopbesitzer entschuldigen. Nicht in Lava hüpfen, da haben wir gerade schon Verbindungen bekommen. Okay, keine Sachen für mich. Schade. Jetzt können wir hier vielleicht mal weiter. Und Knopf, großer roter Knopf. Müssen wir drücken. Oha. Doch, ich will da runter. Geheimnisvolle Tür. Wenn ich öffnen können. Okay. Tja. Kleiner Secret Room. Ohne Bedeutung. Hi, ich bin Juan, einer der Schöpfer dieser Welt. Genieße hier nur die Aussicht. Pla 8 Palette ist. Oh, okay.
Wir haben einen der Entwickler getötet.